Ja, ich freue mich natürlich, dass wir heute eine Fußballmannschaft der Polizeiinspektion Cloppenburg-Vechta zusammenbekommen haben, die gegen FC Unlimited heute hier in Lohne spielt. Für uns ist das natürlich was Besonderes, weil wir damit natürlich auch zum Ausdruck bringen wollen, dass wir für Integration stehen und da wollten wir natürlich einen Beitrag leisten. Und man könnte auch sagen, heute ist Prävention am Ball. Und ich denke mal, Fußball verbindet. Das ist natürlich ein Spiel für die Integration und auch als Zeichen in der heutigen Zeit, dass wir mit Sport halt die Flüchtlinge in unsere Mitte nehmen können sozusagen. Wir machen das Freundschaftsspiel gegen die Polizisten. Das hat jetzt keinen besonderen Hintergrund, sondern das sollte halt, wie gesagt, ein schönes Freundschaftsspiel werden. Es hätte genauso gut gegen jede andere Mannschaft sein können. Ich hoffe auf viele Tore, das ist das Entscheidende, auf Spaß. Wer im Endeffekt gewinnt, ist im Prinzip ganz egal. Hauptsache wir haben Spaß und im Anschluss nette Gespräche.